Wir haben schon Gegenlicht. Und wenn du jetzt in die Pfütze fährst, dann nehmen wir echt die Boote ab. Da sieht man ja nichts. Wollte ich nur mal zeigen. Also einmalig. Ja. Super, versucht da uns. Ja, versucht da mal ein Ziel zu treffen. Klasse. Ich meine, nichts in die Grafik. Wollte ich nur mal zeigen. Das war's doch schon. Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, von der Zeit her und vom Spiel her ein Video hinzukriegen hier. Oder zumindest eine Runde zu zeigen. Muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Ich habe gerade im Real Life nicht so viel Zeit. Die meisten Spiele brauchen ja auch schon mal eine Stunde oder so. Nebenbei gucke ich ja noch ein paar YouTube-Videos meinen lieben Abonnenten. Oder wo ich auch jetzt ein Abo hinterlassen habe. Dafür bedanke ich mich, dass ihr mir auch ein Abo gegeben habt schon mal, für die, die es gerade sehen. Und ja, hatte technische Probleme, aber das hat man ja schon. Ja, und jetzt habe ich Zeitprobleme. Kommt immer was anderes. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier wieder meinen heißgeliebten 3N, obwohl der keine Wintertarnung hat, trotz der Automatik, die da im Spiel ist. Keine Ahnung, was da los ist. Und machen wir mal den Chat aus. So. Ja, und eine Winterkarte. Die Karte habe ich nicht so gerne. Und habe vorher mit den Amerikanern ein bisschen gefahren. War nicht so schön. Dann habe ich hier mit den Deutschen gefahren, zwei Runden. Das ist die zweite Runde. Das war eigentlich die erste Runde, weil ich mich auch so wie bei den Amerikanern auf BR3. Ja, und ist Arcade. Und ja, war dann jetzt nach C. Und ja, lustige Runde. Sag ich schon mal. Und dann wollte ich den Kollegen da helfen, weil es wird ja auch gar nicht auf der Map angezeigt, dass der da ist, komischerweise. Im Spiel ist das. Aber das ist wahrscheinlich hier wieder diese Serververbindung. Ich habe da seit dem Patchen da auch ein paar komische Sachen, dass man von der Granate getroffen wird und du hörst den Einschlag und zwei Sekunden später gehst du dann irgendwann in die Luft. Ich weiß nicht, ob das neu ist, ob das so sein soll. Was ich habe ist, dass ich sehr spät ins Spiel reinkomme, wenn, meistens wenn dann die Caps eingenommen worden sind. Ja, leider nicht machbar. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe eine bessere Internetleitung im Gegensatz zu früher und ich komme dafür immer später rein ins Spiel. Also, naja. Zombies kommen übrigens irgendwann auch mal. Ich muss aber da auch erstmal was aufnehmen und das dauert noch ein, zwei Stunden, sag ich mal, an Spielzeit. Die muss ich erstmal haben. Wie gesagt, bewahrt ein bisschen zu tun. Müsste mir leider entschuldigen, ist halt Real Life, kann man nichts machen. Wird sich auch mal wieder ändern, dauert aber, wird aber noch eine Zeit lang dauern, also geht noch nicht so schnell. Aber ist ja gut, dass man es weiß, ich bin da jetzt nicht überrascht. Aber irgendwann geht es auch wieder weiter, also dann gibt es auch wieder mehr Videos. So, jetzt zurück zum Spiel. Ich bin jetzt hier gerade am Sondieren, ich gucke da immer, da kommt ja schon so ein Gepard. Das war so auf gut Glück, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie den rausgenommen haben, weil ich in dem Moment auch gar nicht auf die Karte geguckt habe. Oder ob der gerade irgendwo hintergefahren ist. Ich weiß nicht, warum ich mit dem N3 immer wieder erscheine. Ich fahre, habe den jetzt in letzter Zeit gar nicht so oft gefahren, dass ich die Wahrscheinlichkeit habe, halbwegs vernünftige Runde zu haben. Da geht es auch gar nicht um die Abschüsse oder so. Das war jetzt wieder Zufall. Wie gesagt, vorher bin ich den M4er gefahren, in German auf BR3 und damit kann man im Moment gar nichts reißen.
Habe auch eine Karte gehabt, die Franzosen. Wollte ich mal dem Scooter Bescheid geben, wenn das guckt. Es ist nicht mehr so, wie ich es damals geschrieben hatte, als ich Franzosenpanzer gefahren habe auf der Maginot-Linie, wo man da hinfahren kann. Die sieht jetzt komplett anders aus. Ist eigentlich auch gar nicht mehr in dem Sinne so spielbar. Weißt du Bescheid, Scooter? Die Tipps, die ich da gegeben habe, kann man vergessen. Das, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Na, da ist Ventime. Ja. Gehen wir mal gleich wieder runter. Der beschießt mich nämlich auch schon. Oder es war der Sturmgeschütz. Das kann auch sein. Das kann ich natürlich nicht sehen, jetzt ob der links in Schussweite ist. Aber der versucht es wohl. Ich fahre ja mittlerweile nicht mehr aggressiv. Ich kriege auch da jetzt irgendwo einen Schuss ab. Ich weiß nicht woher. Hat ja kurz die Funkensprühen gesehen. Ich fahre nur noch defensiv. Mittlerweile ist ja egal, was noch so ein Panzer da hat. Man hat jetzt natürlich heftig beschossen. Ich wollte eigentlich den Gepard da kriegen. War leider nicht. Dann stehe ich auch ziemlich weit offen. Deswegen fahre ich nochmal zurück, damit die Ausführung habe ich nicht kriegt. Ja, T-34 und ihr seht auf der Karte, ich bin alleine. Ausnahmsweise hat es mal funktioniert, die Granate kommt tatsächlich auch mal wieder beim T-34 durch, war ja lange Zeit überhaupt nicht möglich. Na, der war eigentlich jetzt schlau. Ist neuer Spieler, sag ich mal, ich sag jetzt nicht, welche Stufe der hat, das hat mir auch ein bisschen leid getan, aber er hat es richtig gemacht, dass er sich da hingestellt hat. Mal anders übrig, wenn er so weit vorfährt. Das ist ja eigentlich sein Fehler gewesen. Ja, dann habe ich hatte hier jetzt einen Kompagnon neben mir, ein Stuck, der wollte wahrscheinlich den neben mir rausnehmen. Er hat mich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, und schon sind die dezimiert. Na gut, da sind ja auch welche, die jetzt auf C bei uns vorfahren. Das ist natürlich auch ein hilfreicher Grund. Auch ausgenommen, dass man da auch durch diese Hügel schießen kann, ist ja auch ein bisschen, naja. Es ist ja bei diesem Winterkarten gang und gäbe, egal was das ist, deswegen hasse ich diese ganzen Winterkarten, dass man da so locker flockig durch die Hügel schießen kann. Das geht zwar bei den grünen Hügel, also gibt es ja auch ein paar Karten, da geht das ab und an auch mal, aber in dem Maße hier nicht. Habe ich zumindest so den Eindruck. Ja, ihr hört ja auch schon Flugzeuge. Ja, und ich warte eigentlich immer halt ab. Ich gucke dann immer, ich versuche dann halt die Jungs an den Caps zu unterstützen, sofern es geht. Oder halt einer, der da unvorsichtig Gegner dazwischen fährt. Ich dachte erst, wer beschießt mich da, aber das ist der hinter mir oder beziehungsweise der da so schräg neben mir steht, hinter mir, der hier jetzt da vorbeibrettert. Ich weiß nicht, was der da vorhatte. Gibt ja so Nervöse, die können ja nicht warten. Na, ja, dann versucht man es halt immer wieder mal. Weil dadurch, dass er ja die Stummelkanone hat, der kann ja dann über die Kuppel drüber schießen. Dann macht er dann einen Bogen die Granate, die ja langsamer fliegt. Viele mögen das ja nicht, dass diese Stummelkanone da so... aber ich finde das eigentlich ganz gut. Gerade wenn du Panzer hast, diesen Langrohr haben. Als Gegner, wenn du vor denen stehst, die können dich natürlich dadurch rausnehmen. Und so müssen sie erstmal über die Kuppe, wo ich drüber schießen kann. Hat ja auch einen Vorteil, muss man ja auch mal sehen. Na, da habe ich dann gedacht, der T-50 kommt da raus, aber den Gefallen macht er mir da nicht. Kommt natürlich nicht ran, fährt mal vor, denkt mal, ja, kriegst du so. Nee, geht's runter. Wie es halt so ist.
Habe ich gedacht, komm, versuch mal, aber nee, diese Öltanks. Die müssen ja alle leer sein, die explodieren ja gar nicht, ne, wenn eine Granate reingeht. Aber jetzt habe ich ihn. Und jetzt wieder was, was ich überhaupt nicht verstehe. Ne? Man sieht ja, die Munition, die geht da richtig schwach und alles. Ich weiß nicht, warum dieser T-50 so dermaßen stabil ist. Ich habe da gar nicht mitgezählt. Ich schieße auf eine tote Mannschaft. Ich versuche es dann woanders. Meine Munition habe ich ja schon getroffen. Ja, und dann vorne, auf der Ecke von dem Panzer. Also laut dieser Killcam. Ja, warum ich den nicht einmessen konnte, ich vermute mal, das war dieser Zaun, der dazwischen war, weil der hat ja dann den Zaun niedergeschossen. Danach hatte ich das grüne Kreuz, bevor mir einen reingezirbelt hat. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen komisch, dass man da nicht ziehen kann, wenn da ein Zaun im Weg ist. Aber naja, heute ist ja nichts Neues. Ja, und jetzt kommt etwas, ein Flakpanzer. Ihr werdet das nachher noch sehen. Das sind zwei Flakpanzer, selbe Modelle. Und einer von denen hat richtig gut abgeräumt mit dem Teil. Und das war auch kein Spieler, der eine besonders hohe Stufe hat. Aber zu denen kommen wir gleich dann nochmal. Ich habe mich ja hier irgendwie ein bisschen verkeilt. Das ist ja zu doof zum Einparken, beziehungsweise Ausparken. Ja, und weil der jetzt mit seiner Flak da anfängt, bei C alle rauszunehmen, da habe ich gedacht, jetzt musst du mal dahin fahren, das Team ein bisschen unterstützen. Das ist eben einer der Gründe, weswegen ich die Caps dann auch eigentlich ungern anfahre. Ja, ich dachte so, jetzt kriegst du ihn. Ja, leider fährt der aber weg. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Ich glaube eigentlich nicht, weil der guckt da ganz woanders hin. Und ich krieg den nicht. Ich schieß vorbei. Weil diese Dinger ja auch nicht gerade, sind ja relativ schnell, ne? Also denke ich mir, komm, jetzt musst du doch mal irgendwie kriegen, wenn er da nur, fährt ja jetzt nicht gerade zielmäßig durch die Gegend. Ja, und nicht nur, dass wir Flugzeuge haben, nein, er hat mich jetzt leider von der Seite rausgenommen. War mein Fehler, ich kann mich nur auf einen konzentrieren. Und das ist auch der Grund, warum ich halt nicht gerne auf diese Caps fahre. Weil ich fast immer meinen Panzer verliere. Weil immer irgendeiner um die Ecke rumkommt und dann mich dann da rausnimmt. Weil ich gerade woanders mich drauf konzentriere, wie es halt so ist. Hab mich auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Das war nicht nötig. Deswegen bin ich dann halt wieder zu meinem alten Stil. Cap abdecken, die Jungs unterstützen. Entschuldigung, wenn es jetzt hier gerade so durch diese komischen Tank sieht. Ich glaube, ich habe auch gar nicht weiter einstellen, wieder aus meiner Sicht. Wie man sieht, Maschinensiegel. So, hier gucke ich dann jetzt, wie das Spiel sich so weit entwickelt. Ich denke mir, fährst du noch mal Richtung Ziel, weil das wird ja wieder eingekippt, weil ja da die Flak sinnvoll die Panzer rausschießt. Sehe ich ja noch den Crusader. Ich denke, ich schieß mal drauf. Vielleicht trifft ihn, aber nein. Vielleicht hat er mich gesehen, vielleicht auch nicht. Weil er in einem anderen Kampf drin war, ist auf jeden Fall nicht so einfach einzumessen. War ein Versuch, da hat er die Granate abgeprallt, wie so oft. Man schießt aufs Dach, wo das Stahl ja
Weil der Stahl ja sehr dick ist, also der hat ja so einen dicken Stahl. Also aber vielleicht haben sie es ja geändert, weiß ich ja nicht. Das kann ja sein. Ändert sich ja immer was im Spiel. Mit jedem kleinen Update, mit jeder Änderung beim Spielstart, ist das Spiel auch schon wieder anders gewürfelt. Ja, es ist ja immer noch der Flakpanzer, der ruft da immer noch um. Die nehmen daraus. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, weil die Dinger sind ja nun mal nicht zu unterschätzen und du bist ja schneller tot, wie du gucken kannst bei den Dingern. So, und dann denke ich mir so, jetzt. Ups, jetzt nee, doch nicht. Aber jetzt. Das war's dann für den wenigstens. Einer weniger. Ja, da, was hat die Granate gemacht, hat, weiß ich auch nicht. Ist dasselbe schon wieder. Ich habe mit diesem J1 immer ein Problem. Komme ich auch selbst, wenn er mit dem Arsch zu mir steht, komme ich nicht durch. Normal wäre der jetzt weg, aber naja. So, habe ich glaube ich auch Arti abgelegt, meine ich. Wenn ich mich noch erinnere. Man sieht ja Flugzeuge, 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 aber ich konzentriere mich auf die Flaks. Ich habe auch immer das Glück, wenn die dann offen stehen und man könnte drauf schießen, dann fahren die mal eben schnell wieder in Deckung. Ne? Das ist ja auch immer, ich weiß, dass man sie dann nicht richtig trifft, fahren dann auch noch in Deckung. Und hier der. Ja, das war jetzt das Flugzeug, was auf mich schießt. Man sieht ja, wir verlieren die Runde jetzt. Ich denke mir, komm, du versuchst jetzt auf T zu fahren. Vielleicht schaffst du das irgendeiner Weise noch. Wir dann in... geht leider in die Mauer nicht, weil ich dachte, da wäre noch die Schneekuppe, wo du rüberfährst. Aber naja. Ja, und so habe ich es dann nicht geschafft, leider. Flieger noch, den nehmen wir noch mit. Ich bin nicht raus, die Runde ist zu Ende. Also, das war nur, weil er da brennend runtergefallen ist. Ja, leider nicht gewonnen. Aber jetzt will ich euch mal was zeigen und das ist auch wieder... meine, mir geht es ja jetzt nicht um die Abschüsse. Das hat sich ja jetzt so ergeben. Na, mach mal so. Ihr seht, ich habe 8 Abschüsse, habe einen Panzer verloren. Und die anderen hier, die haben alle Panzer verloren. 3 Abschüsse. Und die drüben, der hat 8, der war wenigstens so gut, hat 2 verloren. Der nächste hatte 7. Und ich bin Platz 4. Das ist sehr komisch. Aber naja, so ist es nun mal. Das ist halt das Spiel. Wollte ich euch nochmal zeigen. Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Vielleicht dann mit Zombies, wenn ich es von der Zeit her schaffe. Wollte mich nochmal entschuldigen dafür. Kann noch was dauern. Ihr müsst ein bisschen Geduld mit mir haben. Im Moment trifft es mich ein bisschen von der Zeit her ein bisschen sehr heftig. Man sieht sich. Bis dahin.